Guten Abend und herzlich willkommen zum guten Buch zur späten Stunde. Dies ist eines der eigentümlichsten Bücher, die ich je in der Hand hatte. Heimat von Nora Krug. Kein Comic und keine Graphic Novel, auch kein Scrapbook oder Bildband, sondern ein kluges, visuell herrlich opulentes Bilderbuch für Erwachsene. Aber was für ein Buch! Die seit über 10 Jahren in New York lebende Illustratorin Nora Krug geht in Heimat der Frage nach, was denn die deutsche Identität ausmacht und inwiefern das Wissen um die Beteiligung eigener Angehöriger am Aufstieg der Nazis, am Zweiten Weltkrieg und am Holocaust Folgen für die eigene Identität und den Umgang mit der eigenen Familiengeschichte hat. Ausgangspunkt ist eine Begegnung auf einer Dachterrasse in New York, auf der die Erzählerin gefragt wird, woher sie komme. Als sie aus Deutschland antwortet, erhält sie zur Antwort: Das dachte ich mir. Und Nora Krug erzählt weiter. Waren Sie schon einmal in Deutschland, fragte ich. Ja, vor sehr langer Zeit. Und da verstand ich, warum. Sie fuhr fort und erzählte, wie sie das Konzentrationslager überlebt hatte, nur weil eine Aufseherin sie 16 Mal im letzten Moment aus der Gaskammer geholt hatte. Diese Aufseherin hatte sich, so nahm die alte Frau an, heimlich in sie verliebt. Und dann blättert man um und die Szenerie auf der Dachterrasse ist nun in ein Abendrot getaucht und man starrt 9 KZ-Aufseherinnen ins Angesicht. Und deren Blick auszuhalten, ist für mich eine der bewegendsten Kunsterfahrungen in diesem Jahr. Heimat von Nora Krug ist gleichermaßen Selbstvergewisserung und Ortsbestimmung wie moralischer Kompass. Nora Krug legt ihre autobiografische Spurensuche so differenziert, intelligent und sublim sowohl auf der Bild- wie auf der Textebene ihres deutschen Familienalbums an, dass dieses Buch selbst zur Heimat werden kann. Also vertrauen Sie mir und lesen Sie Heimat von Nora Krug, erschienen bei Penguin.